Der Titel der Ausstellung ist Menschenzellen, Human Capsules, und es geht eigentlich um den Körper als Gefängnis, aber auch der private Raum einer Wohnung, das Haus, Architektur. Und wir zeigen 8 Künstlerinnen aus der einzigartigen Sammlung von Ursula Hauser, eine der bedeutendsten Privatsammlungen in der Schweiz überhaupt. Die Sammlung von Ursula Hauser ist sehr umfangreich und wir können ja nur einen Ausschnitt der Sammlung zeigen. Und in dieser Sammlung sind Künstlerinnen, bilden einen eigentlichen Schwerpunkt. Es sind Künstlerinnen, die zum Teil diese Emanzipationsbewegung der Kunst von Frauen mitgemacht haben in den 60er, 70er Jahren. Ich denke da an Maria Lassnig, ich denke da an Louise Bourgeois, die heute zu den Klassikerinnen der Moderne gehören. Sie hatten allerdings lange Jahre große Schwierigkeiten, sich gegen diese übermächtige Männerwelt in der Kunst durchzusetzen. Es sind wichtige Positionen, nicht nur im Diskurs um Kunst von Frauen, sondern es sind wichtige Beiträge zur zeitgenössischen Kunst überhaupt. Spannend an der Ausstellung ist natürlich dieser Dialog zwischen den Arbeiten, zwischen Malerei und räumlicher Arbeit. Man muss die Arbeiten gewissermaßen sich erwandern, man muss sich durch die Arbeiten hindurch bewegen, um sie überhaupt zu erfassen. Es ist ein visueller Diskurs zum Thema der Kunst von Frauen. Es geht nicht um einen theoretischen Diskurs, sondern es geht darum, dass die Arbeiten über die Energie und die Kraft der Arbeit funktioniert im Dialog mit den anderen Arbeiten im Raum. Es ist ein ungeheures Privileg für eine Zusammenarbeit, dass man praktisch aus einer Sammlung frei auswählen kann, dass man auch auf den gesamten Umfang der Werkgruppen zurückgreifen kann. Wir stehen hier vor einer einzigartigen Werkgruppe von Maria Lassnig. Von ihr gibt es noch einige Gemälde mehr in der Sammlung und wir konnten alle hier nach St. Gallen bringen, um dann die perfekte Hängung überhaupt einzurichten, und die restlichen Bilder sind wieder zurückgegangen. Das ist eigentlich etwas, was im heutigen Kunstbetrieb mit diesen sehr aufwendigen Transporten und den Begleitungen alles nicht mehr möglich ist.